Hallo! Hallo! Ja, ich möchte euch gerne mal was Tolles vorstellen. Worauf auf die Idee bist du nämlich gekommen? Und zwar ist es so, ich bin gerade noch im Wochenbett, also eigentlich Bett, nicht Wochensteh, aber kurz bin ich jetzt mal aufgestanden. Ist auch schon 7 Tage her. Was heißt schon? Aber die Geburt ist 7 Tage her und heute habe ich so schon 7 Tage. Schon 7, oder? Total die Energie und total die Kraft. Und ich glaube, so ein Teil davon sind auch die Smoothies und ja, sehr viel Grünzeug. Ich habe gerade total Lust auf super viel grüne Sachen einfach, unter anderem auch Smoothies. Und das ist hier jetzt was ganz Besonderes, was du mir jeden Tag bringst oder jeden zweiten Tag. Mhm. Nämlich erzähl doch mal, wie heißt denn das? Das ist jetzt ein Smoothie, aber er ist recht dünn, gell? Ich habe ihn jetzt heute recht dünn gemacht, aus einfach Frauenmantel und Apfel. Und Frauenmantel ist so, gilt so als das Nonplusultra für alle Frauengeschichten halt. Ja, ja. Also alles, was man da so an Beschwerden, aber auch so als Unterstützung. Gerade auch, wenn man noch die Menses hat zum Beispiel, ist Frauenmantel ganz toll. Mhm. Und was ich aber auch, das hat mich sehr fasziniert. Also dass Frauenmantel jetzt nicht nur so ein bisschen was mit dem Blut macht und da vielleicht hilft, sondern dass es richtig auch physisch, also bei Gebärmuttersenkung zum Beispiel, dass das hilft wirklich, das ganze Gewebe wieder zu straffen und wieder so an seinen ursprünglichen Platz zu bringen. Perfekt, genau das passiert ja jetzt. Ja. Ich hatte vor 2 Tagen total den krassen Traum, in dem habe ich so meine Gebärmutter gesehen, also so wie so ein Gitter darüber, und dann hat jemand gesagt, jetzt wird sauber gemacht. Oh, und sauber gemacht und es muss sich auch zusammenziehen. Mhm. So fühlt sich das auch gerade an. Genau, also das ist ja auch genau das, was passiert, was die Hebamme ja auch immer checkt, deswegen dauert ja das Wochenbett tatsächlich auch 8 Wochen. Denn in dieser Zeit, also so lange hat die Gebärmutter Zeit, sich wirklich zu senken und wieder zusammenzuziehen von einer sehr großen Größe wieder zurück zu einer Faustgröße. Und das ist ja auch eine ganz große Arbeit, die Gebärmutter da leistet. Mhm. Und meistens ist es so, dass da schon nach dem, also wenn man mehr als ein Kind geboren hat, dass es dann schon auch Nachwehen gibt. Die hatte ich auch. Also ich hatte auch 2 Tage starke Nachwehen. Und ich hatte das Gefühl, als ich den ersten Smoothie bekommen habe hiervon, dass die Nachwehen schmerzfreier wurden, also weniger wurden, nicht so stark waren. Mhm. Und ich glaube, also mein Gefühl ist so, dass diese Kräuterkunde in der Geburtshilfe oder überhaupt allgemein jetzt mal, aber jetzt im Moment in dieser Situation, viel zu wenig bekannt ist. Also und auch viele eigentlich alles über Tee machen. Und Tee heißt ja auch wieder alles wieder erhitzen, und du hast vielleicht einen Auszug davon, aber hier hast du halt wirklich das ganze Blatt. Wie viel hast du da jetzt reingemacht? Ja, ja. Da ist so eine kleine Handvoll. Also ich glaube auch nicht, dass es viel braucht. Ich glaube, auch in einem Blatt ist schon alle Informationen, die der Körper braucht, um im Grund, glaube ich, dass die Pflanze einfach nur helfe, den Körper zu erinnern, was er jetzt zu tun hat. Also da nochmal so Stütze gäbe. Und genau, und Frauenmantel, ja, ich glaube auch, dass im Grunde in einem Blatt wirklich genauso, wie es wächst, genauso wie es aus der Erde kommt und wie es unter dem Himmel steht und in Verbindung mit der kosmischen Energie ist, alle Informationen drin sind, die es braucht. Und das ist auch ganz interessant, weil du sagst mit dem Zahnbeziehen und so, das ist, wenn man jetzt mal einen Frauenmantel so in den Mund nimmt, also dieses Blatt. Dann zieht es auch zusammen. Ne, aber ist so. Und man kaut so drauf, das ist wirklich vom Geschmack und im Mund, das ist so ein ganz komisches Gefühl, also es ist richtig zusammenziehend. Also wenn man jetzt einen Löwezahn isst oder so, das ist halt bitter, klar, auch zusammenziehend, dann bitter, aber da spürt man es jetzt nicht so klar, das ist vielleicht subtiler. Und beim Frauenmantel ist es so richtig so, ja, da zieht es einem wirklich alles zusammen. Also. Obwohl diese Kombination ist wunderbar. Ja. Da zieht es sich gar nicht zusammen. Mhm. Ganz im Gegenteil, ist total lecker. Mit Apfel, Mit Apfel, und ich merke, es macht mich so glücklich. Ich weiß auch nicht. Also es ist irgendwie, wenn du den so bringst, dann so, oh ja. Also ich glaube ja auch, dass unsere Zellen auch reagieren auf das, was wir so gerade brauchen. Ja. Ich glaube, wenn dieses, ach ja, nicht mehr ist, ich glaube, dann ist es auch fertig oder so. Ne? Ja. Ja, spannend. Ja, sehr interessant. Und auch nochmal vielleicht mit diesem Erhitzen und Nicht-Erhitzen. Mhm. Wir kennen ja eigentlich so diese ganzen Sachen als Tee oder auch Brennnesseltee oder sowas. Ja.
Und so ein Smoothie funktioniert natürlich nur mit einem richtig guten Hochleistungsmixer. Schaut mal ruhig bei uns im Raw Balance Shop rein. Da haben wir einen ganz, ganz tollen Mixer, der halt auch wirklich alles total fein macht. Ich zeige das jetzt mal hier. Da sieht man wirklich keine Stückchen mehr. Das ist halt wirklich, also das ist halt wirklich total smooth. Daher heißt es ja, ja Smoothie Maker. Ja, und ich war auch also total fasziniert. Ich habe dann letztens auch richtig einen Kaltauszug gemacht. Also ich habe Frau Mandel genommen, habe das in den Mixer und dann mit Wasser und dann alles nochmal durch ein Sieb lasse. Die Farbe war der Hammer. Mhm. Also das war das die. Ich habe auch ein Bild, vielleicht kann man das dann auch noch irgendwie dazu fügen. Ja, also der Mixer, das macht schon viel aus. Und es ist einfach und ich glaube, es geht mehr darum, wieder das Vertrauen in die Pflanze wirklich zu kriegen. Also auch an alle Mamas und so, da mutig sein und auch, oder wenn man noch keine Mama ist, vielleicht wenn man es mal so in Betracht zog, hat schon mal sich vorbereiten. Also ich glaube, Bharati, bei dir, dass halt ganz viel durch deine, sowieso deine Rohkosternährung, dass du da halt schon viel Vorarbeit auch geleistet hast. Und deswegen, das jetzt auch alles natürlich auch so schnell halt gehen können. Ja, glaube ich schon auch. Naja, schon, aber es ist halt wirklich also echt auch so, dass ich halt merke, ich kann auch noch super viel lernen über Kräuter. Also das ist was mir gerade so kommt. Also so eine Sache, die als du als so diese Auszüge und die Smoothies halt gebracht hast, wir haben ja auch selber durch die Bücher nochmal durchgeguckt, da habe ich so gedacht, wow, wieso, und da komme ich nochmal zurück, wieso wird immer alles über Tees gemacht und nicht direkt mit der Pflanze? Also sag ich mal, bei der Rohkost ist es ja so, alles, was wir über 42 Grad eben nicht erhitzen, ist sozusagen lebendig, deswegen heißt es im Englisch auch Living Food, also lebendige Nahrung. Und das wird mir hier jetzt nochmal so bewusst. Also ich habe nicht so Glücksgefühle gehabt bei Tee. Also eher ich muss jetzt halt so einen Tee trinken und der macht das und das. Und ich glaube, dass diese Pflanze halt so, wie sie wächst, die so auch zuzuführen, was ganz anderes macht, als wenn sie nochmal verändert ist oder eine Kapsel kommt oder Frauenmantelkapseln oder was man alles machen kann. Und das Tolle ist ja auch, es wächst alles kostenfrei im Garten. Also ich meine, ich habe heute gerade so gedacht, da hatte ich so überlegt, boah, was wir jetzt gerade in der Seminarküche unten alles liegen haben an Rohkost, ist alles gut und schön, aber jetzt in dieser Zeit, wir haben gerade Mai, wo wir dieses Video machen, eigentlich braucht man nicht viel. Es wächst da draußen so viel und man kann es auf dem Teller als Wildkräutersalat machen oder klein schneiden oder Soßen machen oder Suppen oder eben solche Smoothies. Ja. Also nochmal mit diesen Smoothies ist es halt schon so, wenn ihr einen Mixer sucht, gibt es halt verschiedene Hochleistungsgeräte, also schnelle Umdrehung, starke Umdrehung. Und es gibt halt Leute, für die ist das nicht so wichtig, dann hat man halt so Stückchen drin. Aber wenn man halt wirklich richtig tolle, richtig super grüne Smoothies machen will, dann braucht man schon einen richtig guten Hochleistungsmix, sonst hat man nicht so die Freude dran. Das stimmt allerdings, also der macht schon richtig Spaß. Richtig viel Spaß. Also, ja. Und da muss man ja auch ein bisschen die Freude dann dran haben und auch das Gefühl haben, ja, das ist auch wirklich smooth. Gut, also das zum Thema Frauenmantel. Und hast du da noch irgendwas, was man noch dazu sagen kann? Also jetzt bin ich halt gerade im Wochenbett, daher die Idee, das zu machen. Aber sonst hast du ja auch gesagt, das hilft gegen Menstruationsbeschwerden. Ja, also alles, was irgendwie mit der weiblichen Geschlechtsorgane zu tun hat. Aber auch Wechseljahre. Gut, alles. Frau, Mäntele, also Frau, alles was für die Frau. Ja, wunderbar. Also, wir freuen uns, wenn wir euch inspirieren dürfen. Und wenn ihr Fragen habt, sendet uns gerne Fragen zu. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.